Ja, einen wunderschönen guten Abend hier zu unserer Diskussion zum Thema die USA und die transatlantische Partnerschaft. Diese Diskussion, dieses Gespräch mit Herrn Thunert von der Universität Heidelberg haben organisiert die Heinrich-Böll-Stiftung Hessen und die Frankfurter Rundschau. Für uns ist das komplettes Neuland. Wir haben Entschuldigung, normalerweise hier in diesem Saal, den Sie jetzt nicht sehen, etwa 100 Leute, die uns lauschen. Jetzt wissen wir nicht, wie viele uns zuschauen und unser Gespräch verfolgen. Wir hoffen natürlich, dass es sehr viele sind. Vielleicht ganz grob zur Einteilung, wie wir uns das vorstellen. Wir werden jetzt eine Stunde über die USA und den US-Präsidentschaftswahlkampf sprechen. Während wir das tun, sind Sie dazu eingeladen, auch Fragen zu stellen. Der Herr Zwengel von der Heinrich-Böll-Stiftung, der in Kassel sitzt, der wird diese Fragen ordnen und sortieren. Und nach etwa einer Stunde werden wir dann in die Fragerunde gehen. Und Herr Zwengel wird dann die Fragen vorsortiert haben. Also seien Sie nicht traurig oder böse mit uns, wenn wir nicht alle Fragen einfach vorlesen. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen, wenn es, so wie wir hoffen, viele sind, die A zuschauen und B dann auch sich an der Diskussion beteiligen. Also Sie werden so thematisch ein paar Sachen zusammenfassen, und so weiter. Das kennen Sie ja vielleicht. Wenn das eine oder andere ein bisschen holprig ist, sehen Sie es uns nach. Wie gesagt, es ist für uns das erste Mal. Für die Frankfurter Rundschau und meine Person ohnehin, für die Heinrich-Böll-Stiftung meines Wissens auch. Wenn es also ein bisschen holprig wird oder wir keine Einspieler haben, mit denen wir Sie zusätzlich informieren können, dann ist das eben unseren Möglichkeiten geschuldet. Wir verlassen uns sozusagen auf das gesprochene Wort und jetzt hoffe ich, dass ich alles erstmal alle erwähnt habe und alles gemacht habe, genau. Und dann fangen wir einfach an mit dem Gespräch. Herr Thunert, einen wunderschönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend auch Ihnen und herzlichen Dank an die Böll-Stiftung und an die Frankfurter Rundschau für die freundliche Einladung. Und auch für mich ist es in diesem speziellen Format auch eine Premiere. Also das, was Sie eben sagten, gilt für mich genauso. Genau, und vielleicht fragen Sie sich, warum wir hier nur zu zweit sitzen. Das habe ich noch vergessen, das möchte ich gerne noch erläutern. Als wir diesen Abend organisiert haben, wurde mehr über Einschränkungen als über Lockerungen gesprochen. Und wir wollten sozusagen sicher gehen, dass wir hier A, einen Raum haben, aus dem man dann senden kann, in Anführungsstrichen, oder streamen kann. Und B, sicher sein, dass auch alle, die wir einladen, auf dem Podium erscheinen können. Wie gesagt, es gab mehr Einschränkungen. Sie kennen die Debatten und haben es ja miterlebt. Deshalb haben wir uns für die in Anführungsstrichen einfachste Variante entschieden. Und Herr Thunert, fangen wir einfach mal an. Corona-Krise ist ja das Thema schlechthin, auch in den USA. Ich habe jetzt nicht ganz verfolgt, wie die Zahlen sich dort entwickelt haben. Ich glaube, das ist auch nicht nötig, die jetzt nochmal alle darzustellen und nochmal zu erwähnen. Es ist dramatisch, sowohl was die Zahl der Infizierten als auch die Zahl der Toten anbelangt, also das unmittelbare Krankheitsgeschehen, aber eben auch die Folgen. Wir von hier gucken gerne, was heißt gerne, wir nehmen wahr, dass die Wirtschaft auch dort erhebliche Einbußen zu verzeichnen hat und erheblich dort auch die Zahl der Arbeitslosen in die Höhe geschnellt. So viele Millionen wie eigentlich nie seit dem Zweiten Weltkrieg, korrigieren Sie mich. Wie ist denn die Stimmung in den USA generell zu dieser Krise? Man nimmt wahr, dass dort es mehr Demonstrationen gegen die Einschränkung gibt als hier, würde ich jetzt mal so vorsichtig formulieren. Ist das so? Und woran liegt dieser Unterschied? Oder wie lässt sich dieser Unterschied womöglich erklären? Ja, vielleicht doch ganz kurz nochmal zur Einordnung. Die Zahlen gestern, glaube ich, ist bei der Zahl der Verstorbenen die 80.000-Grenze
überschritten worden. Allerdings, die verteilen sich im Land nicht gleichmäßig. Es gibt Gebiete, die sehr stark betroffen sind. Alle von Ihnen auch zu Hause wissen, dass die Stadt New York, der Umkreis der Stadt New York, der Bundesstaat New York, Bundesstaat New Jersey und einige andere, auch Chicago, zum Teil auch urbane Zentren in Kalifornien sehr stark betroffen sind. Die Arbeitslosigkeit, also die offizielle Zahl, war jetzt zum ersten Mal bei knapp 15%. Auch das wäre ein Rekord, der sogar fast bis in die große Depression zurückreicht, nicht nur seit dem Zweiten Weltkrieg, aber man schätzt die Dunkelziffer noch höher. Und das ist für die Amerikaner, ist Arbeitslosigkeit eigentlich eines der Kriterien, ob es ihnen wirtschaftlich gut geht oder nicht. Zu den Demonstrationen teile ich Ihre Einschätzung. Natürlich sind die USA ein Land von kontinentalem Ausmaß, etwa so groß wie Kerneuropa mindestens. Und auch da muss man sagen, es ist sehr regional unterschiedlich. Die Demonstrationen richten sich oder kommen sehr stark aus einer Ecke des einerseits zum Teil von Rechtspopulisten, auch Rechtsradikalen, zum Teil aber auch von den sogenannten Libertarians, die also die individuelle Freiheit ganz groß schon sagen, der Mensch muss auch das Risiko eingehen dürfen. Und diese Gruppen haben in einigen Bundesstaaten, in einigen Bundes- oder Landeshauptstädten demonstriert, die in der Regel von demokratischen Gouverneuren regiert werden, die Lockerungen eher so nicht mitmachen wollen. Also besonders auffällig war etwa der Staat Michigan, eine dortige Gouverneurin, eine noch relativ junge Demokratin, die auch eine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft ist, hat einen sehr strikten Lockdown, weil auch die Zahlen gerade im Großraum Detroit sehr beängstigend sind, erlassen. Und da haben auch bewaffnete Militias, also man darf die Waffen tragen, demonstriert. Die Bilder sind weltweit durchs Fernsehen gegangen. Manche Abgeordnete dort im Landtag haben sich sogar mit schusssicheren Westen in den Landtag. Also das sind zum Teil furchterregende, auch groteske Bilder. Man muss sagen, dass bei den Todeszahlen in den USA, wir haben so ein ähnliches Phänomen in Großbritannien, die zwei der großen Minderheiten der USA, die Schwarzen und Hispanics, sehr stark überrepräsentiert sind. Und das hat auch nochmal zu zusätzlichen Irritationen geführt. Hier hierzulande gibt es ja erste Debatten darüber, was aus der Krise zu lernen ist, was man vielleicht bei einer weiteren ähnlichen Krise anders machen sollte. Gibt es in den USA eine ähnliche Debatte, zum Beispiel darüber, dass das Wirtschaftssystem ja sehr anfällig ist für so eine Krise, sind sie alle, aber es gibt keine Ressourcen, vergleichbare Ressourcen wie in Deutschland, Kurzarbeitergeld etc., Arbeitslosengeld ist deutlich kürzer, also solche Sicherungssysteme sozusagen einzurichten, gibt es darüber eine Debatte oder ist das für die US-Amerikaner jetzt kein Thema? Das wird natürlich Teil der Debatte sein, die dann im heißen Wahlkampf auch geführt wird. Ich glaube, im Moment wird noch stark die Debatte geführt, warum hat man verspätet oder warum hat die Bundesregierung unter Präsident Trump verspätet reagiert und die das natürlich von sich weiß. Das ist, glaube ich, noch ein Teil der Debatte. Man muss in der Tat sagen, im Normalmodus ist das US-System, ist der US-Sozialstaat weniger stark ausgebaut. Also die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld ist kürzer. Es gibt eine große Zahl von Unversicherten, also Krankenversicherten etc. Im Krisenmodus kann das zumindest temporär behoben werden, aber die Diskussion wird darum gehen, auch zum Beispiel Thema bedingungsloses Grundeinkommen wird wieder stärker. Das hat ein Präsidentschaftskandidat, der ursprünglich mal über 20 Kandidaten der Demokraten, Andrew Young, hat das vorgeschlagen. Ich glaube, wenn jetzt der Vorwahl kam noch wäre, würde das Thema stärker noch in den Vordergrund kommen. Aber es wird diskutiert, also wo die Schwächen des Sozialstaats sind, auch in der Krankenversicherung. Im Moment ist es so, dass der Kongress zweimal mit großen Gesetzespaketen, auch mit Zustimmung des Präsidenten, reagiert hat, sodass temporär durchaus es Möglichkeiten gibt, bis zu 1.000 Dollar die Woche etwas zu bekommen aus Einzelstaatsleistungen und Bundesleistungen. Aber das ist erstmal nur für einen kurzen Zeitraum. Und auch bei der Umsetzung kriegen die Leute, die das brauchen, auch das Geld. Da gibt es erhebliche Mängel. Aber die Diskussion, ob der Sozialstaat auch strukturell umgestellt werden muss, die haben die Demokraten schon intern geführt während des Vorwahlkampfs, aber der wird sicherlich im Spätsommer und in der heißen Phase nochmal sehr stark aufkommen. Im Moment ist es noch, glaube ich, eher eine Expertendiskussion. Im Moment geht es auch noch darum, was ist eigentlich im Februar schiefgelaufen und wer ist dafür verantwortlich. Da sprechen Sie das Krisenmanagement an, generell der US-Behörden, aber im Besonderen natürlich des US-Präsidenten Donald Trump. Wie von hier, von der Seite des Atlantiks sozusagen, wird vor allem
die das Missmanagement wahrgenommen oder darauf abgehoben, dass jetzt auch einige Infizierte im Weißen Haus sind und ohne, dass darauf angemessen reagiert wird. Wie ist denn die Wahrnehmung in den USA selbst? Ist die Zufriedenheit mit dem US-Präsidenten höher, als wir hier denken würden? Oder wie sieht es aus? Wir haben da eigentlich ganz gute Zahlen. Am höchsten ist die Zufriedenheit in den USA im Schnitt, wenn man fragt, wie zufrieden sind Sie mit dem Gouverneur oder der Gouverneurin Ihres Einzelstaates. Da haben die 50 Gouverneurinnen und Gouverneure im Schnitt so eine Zustimmung von über 70%. Einzelne, etwa der Gouverneur von New York, aber auch ein Republikaner aus Ohio, der auch strenge Lockdown-Maßnahmen macht, bis 80%. Also wirklich kriegen also auch Zustimmung von der anderen politischen Seite. Und das ist aber nur bei den Gouverneuren so. Erstaunlich hoch ist auch wieder das Vertrauen in die medizinischen Experten, auch die sind zwischen 60% und 70%. Also auch da sind es nicht nur die demokratischen Anhänger, sondern auch ein Teil der Republikaner. Der Präsident ist unter 50%. Das hängt von der Umfrage zu Umfrage ab. Aber die meisten so sind mit ihm eher so, sind nur 40%, manchmal sogar ein bisschen weniger zufrieden. Und noch unzufriedener ist man mit dem Kongress. Aber das ist notorisch. Der Kongress ist generell die am wenigsten angesehene Institution in den USA. Also daran zeigt sich, dass Donald Trump eigentlich etwas nicht genutzt hat oder nicht nutzen konnte, nicht nutzen wollte, aus Unvermögen, zum Teil vielleicht auch mehr oder weniger bewusst, dass man den Rally Around the Flag-Effekt nennt. Also wenn eine Krise von außen kommt, speziell bei 9/11, scharen sich die US-Bürger in der Regel um den Präsidenten. Präsidentin hatten wir ja noch nicht. Bei Bush war das damals bis zu 90%. Und bei Trump ging es gerade mal Mitte März, nachdem er dann die Krise auch zum ersten Mal ernst genommen hat und Maßnahmen ergriffen hat, auf knapp über 50. Aber das ist schon wieder längst abgesunken, weil eben sein Handeln doch mit Ausnahme von dem harten Kern seiner Anhänger als sehr erratisch und auch zum Teil als verspätet, als widersprüchlich, als die Schuld nach außen, also vor allen Dingen den Chinesen zuzuschieben und so weiter. Und das wird von vielen als defizitär angesehen. Aber wie gesagt, die Zufriedenheit mit vielen der Gouverneure, speziell mit derer, die jetzt beim Lockdown vorsichtig waren, ist parteiübergreifend für meine Begriffe erstaunlich hoch. Mhm. Nun gibt es ja viele, die schon hoffen, dass dieses schlechte Krisenmanagement dazu führt, dass nicht nur die Umfragen, die aktuellen Umfragen sinken, sondern dass Trump sich sozusagen um seine eigenen Chancen der Wiederwahl bringt. Ist dieser Teil mehr Hoffnung als realistisch einzuschätzen? Weil mag sein, dass er jetzt noch nicht so eine hohe Zustimmung hat wie vielleicht andere Präsidenten bei anderen Krisen, aber darauf hat er ja sowieso nie gesetzt. Er hat seine Wählerschaft, das lag immer so, schwankte so zwischen 38-40%, die war stabil, hat bei stabil sozusagen immer zu ihm gehalten, egal was er gemacht hat, in Anführungsstrichen. Und wenn die weiterhin zu ihm steht, wovon erstmal auszugehen ist, dann hat er ja doch nach wie vor gute Chancen, oder wie sehen Sie das? Wir müssen zwischen den Chancen, die er hätte oder den Chancen, die er nicht hat, wenn jetzt nächste Woche, USA wird immer dienstags gewählt, also wenn nächsten Dienstag gewählt würde, wäre meine Prognose, würde er wahrscheinlich verlieren, aber da wird eben nicht gewählt. Es wird am Dienstag, dem 3. November gewählt. Und man muss noch mal begreifen, warum Trump den Virus im Februar vor allen Dingen so runtergespielt hat. Er hat Anfang Februar ein Impeachment-Verfahren überstanden. Die Wirtschaft, der Dow Jones ging von Höchststand zu Höchststand, der Aktienindex, der Leitindex. Die Arbeitslosigkeit war auf unter 4%. Viele Ökonomen halten 4% für fast Vollbeschäftigung. Es war auf 3,25% historisch niedrig, nicht mehr seit den 50er Jahren. Er hatte also eine klare Strategie, mit diesen Erfolgen seine Wiederwahl sich zu sichern. Ich glaube, wenn das so weitergegangen wäre und er keine großen Fehler gemacht hätte, hätte das vermutlich auch geklappt. Er hat instinktiv, er ist ja ein reiner Instinktpolitiker in vieler Hinsicht, begriffen, dass dieser Coronavirus ihm seine Strategie verderben wird. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum er am Ende sich nicht eingestehen wollte, das wird jetzt das Thema Nummer eins. Und er hat dann jetzt zu seinem großen Nachteil dann eben zu spät und erratisch reagiert. Das heißt aber nicht, dass er jetzt sich nicht noch bis November eine Alternativstrategie zurechtlegen kann. Und die zeichnet sich, glaube ich, schon ab.
Und das eine ist sozusagen die Schuld für die hohen Todeszahlen und für die noch höheren prognostizierten Todeszahlen. Er hat eine Studie vom Imperial College London genommen im März, die von Millionen von Toten ausgehen. Und er wird jetzt sagen, wenn wir die auf unter 100.000 wird nicht mehr gelingen, aber auf unter 200.000 vielleicht halten, dann habe ich Schlimmeres verhindert. Im Moment, glaube ich, nimmt ihm das noch niemand ab. Aber der zweite Aspekt der Strategie für den Herbst wird sein, zu sagen, und die republikanischen Gouverneure so früh wieder geöffnet haben, ist die Wirtschaft nicht langfristig abgestürzt, sondern es gibt zwar in der Tat keine Kurzarbeit, aber ihr könnt wieder angestellt werden. Die Arbeitslosigkeit war da nur kurz und dann war auch die Hilfe eigentlich relativ effektiv. Das ist der eine Aspekt, dass er sagen will, also ich habe Schlimmeres verhindert, ich war nicht perfekt, aber ich habe das besser gemacht, als vermutlich mein Herausforderer es gemacht hätte. Und das zweite ist die Schuld, sozusagen es zu externalisieren, vor allen Dingen zu den Chinesen nach China. Und für eine kritische China-Haltung hat Trump bis zu 70% der Bevölkerung durchaus auf seiner Seite. Also das sind die beiden Strategien. Nach meinem Dafürhalten, letzter Punkt hierzu, wird es nur funktionieren, wenn sich auch in der Wirtschaft nach den Zahlen im Herbst auch ein Silberstreif abzeichnet und wenn eine mögliche zweite große Corona-Welle erst nach den Wahlen eintrifft. Also wenn die Todeszahlen im September, Oktober wieder in die Höhe schnallen sollten, glaube ich, wird die Strategie nicht funktionieren. Hat er denn eine Alternative gehabt, eine wirkliche Alternative? Wir hatten ja schon erwähnt, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, dass das Wirtschaftssystem, auch dass der Konsum darauf ausgerichtet ist, dass es funktioniert, dass die Gelder gezahlt werden, dass die Menschen in die Malls gehen können, dass die Dinge verkauft werden, gekauft werden. Sobald eine derartige Krise kommt und das Wirtschaftssystem derart lahmlegt, trifft ja nicht nur auf die US-amerikanische Wirtschaft zu, alle Ökonomien weltweit, die nicht wie vergleichbar vielleicht die Europäer so sehr auf Sozialstaat und andere Sicherungssysteme eingebaut haben, haben ein Problem. Auch die mit Sicherungssystemen stecken diese Krise ja nicht ganz ohne weiteres weg. Aber wenn man ein Präsident eines solchen Landes ist, dann ist man ja doch unter einem ganz anderen Druck, oder? Ja, natürlich ist Trump hier schwer unter Druck und er ist mit etwas unter Druck geraten, was ich schon ausgeführt habe, ihm jetzt erstmal per se natürlich nicht nutzt. Und man muss allerdings in den USA sagen, es ist auch wie hier, das Management ist eine Bund-Länder-Sache. Die Länder in den USA, die Bundesstaaten haben zum Teil auch sowas, was wir hier als Schuldenbremse kennen, also ein Verbot, längerfristig Haushaltsdefizit zu fahren. Das hat der Bund nicht. Die USA sind schon sehr hoch verschuldet. Da hat auch Trumps Steuersenkung schon lange vor Corona mit dazu beigetragen, dass sie sehr hoch ist. Aber in den USA sind beide Parteien schon seit geraumer Zeit nicht so sehr mit einer schwarzen Null befasst, sondern die Verschuldung wird als durchaus zielführend gesehen und man misst hier nicht so einen großen Schaden bei. Die Bundesstaaten sind jetzt die wirklich in die Krisen kommen. Die können zum Teil ihre Leute nicht bezahlen und da gibt es einen politischen Streit, weil der Kongress will den Bundesstaaten, den Ländern helfen. Die Republikaner sagen, Moment mal, da gibt es Bundesstaaten, die sind in der Krise, weil sie demokratisch regiert sind. Die großen, die ich schon erwähnte, Illinois, Kalifornien und New York, die haben zum Beispiel sehr generöse Lasten zu tragen für ihren öffentlichen Dienst. Und da sagen die Republikaner, also denen können wir jetzt nur Corona-Hilfe geben, wenn sie das nicht sozusagen für ihr Pensionsproblem nachher ausgeben. Also da wird es weiter auch politischen Streit geben. Der Kongress kann natürlich, und das hat er auch schon getan, jederzeit die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld verlängern. Ich glaube, ein weiteres Thema, was durch den Coronavirus noch weiter an Fahrt aufnehmen wird, ist die Frage eines höheren Mindestlohns. Auf Bundesebene, Einzelstaaten haben schon zum Teil wesentlich höheren, aber die Idee $15 pro Stunde gewinnt Anhänger, glaube ich, auch parteiübergreifend. Und wenn man sich die Kurzfristhilfen anguckt, ich hatte schon erwähnt, 400 Euro von den Staaten, 600 vom Bund pro Woche, dann ist das, wenn man das runterrechnet, kommt das in der Regel auf so eine $15, sogar ein bisschen mehr Regelung hin. Also das wird, glaube ich,
Fahrt aufnehmen. Da wird es Widerstände geben, gerade bei den Republikanern. Aber wenn Trump der Populist ist, für den wir ihn alle halten, dann wird er hier möglicherweise gerade bei der weißen Arbeiterschaft, einer seiner Kernwählerschaften, weiterhin erfolgreich zu sein, dort wahrscheinlich Dinge tun, die von seiner Parteiorthodoxie abweichen könnten, stelle ich mir vor. Vielen Dank. Erstmal, wir haben jetzt sehr viel über Corona, die Krise und das Krisenmanagement von Herrn Trump gesprochen. Ich würde jetzt gerne erstmal hier einen Strich machen und jetzt mal mich mit Ihnen gerne über die Demokraten unterhalten. Normalerweise würde man jetzt sehr viel mehr über die US-Demokraten und deren Wahlkampf oder Vorwahlkampf hören. Im Moment, glaube ich, kann man sagen, Joe Biden wird der Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden, auch wenn er noch nicht, wenn der eigentliche Parteitag erst im Sommer noch bevorsteht. Aber ich glaube, das kann man so sagen. Allerdings ist Joe Biden derzeit in seinem Haus, ich glaube, er sitzt in seinem Keller und macht so ähnliche Sachen wie wir hier, streamt und in Anführung plaudert ein wenig, aber eine richtige Kampagne kann er natürlich nicht starten. Er kann eigentlich nicht wirklich thematisch irgendwelche Dinge setzen. Trotzdem erstmal die Frage, nutzt es den Demokraten eigentlich, dass Trump so eine schlechte Krisenmanagement macht? Oder, das Phänomen gibt es ja auch, die eine Seite ist zwar nicht gut, in dem Fall Trump und seine Republikaner, aber die andere Seite kann nicht profitieren. Hier in Deutschland zumindest kann man sehen, dass die Oppositionsparteien von der Krise eher benachteiligt sind. Wie sieht es in den USA bei den Demokraten aus? Also die Demokraten selbst sind größtenteils zurzeit sehr optimistisch, ich würde fast schon sagen gefährlich optimistisch bis hin zur Selbstzufriedenheit. Einige, auch wenn sie Kommentare von demokratisch nahestehenden Journalisten in etwa Washington Post oder auch Times lesen, dann sagen die ja, dieses Gegennarrativ, das ich versucht habe eben zu skizzieren von Trump zu Corona, das wird nicht funktionieren, weil da gibt es keinerlei empirische Basis dafür. Und sie sind der Meinung, dass natürlich diese Wahl ein Referendum sein wird über Donald Trump und wie er und seine Administration speziell Corona gehandelt haben und dass sie gar nicht so viel machen müssten unter Umständen und dass sie von seinen Fehlern im Moment profitieren. Das, ich stimme zu, das würde jetzt gelten, wenn gewählt würde. Da hätten Sie vermutlich recht. Aber es sind eben noch 6 Monate, sodass, glaube ich, natürlich Biden noch vor einigen Hindernissen steht. Er ist landesweit bekannt, also ein weniger bekannter Kandidat oder eine Kandidatin wäre jetzt stärker benachteiligt, weil die müsste sich erstmal durch Wahlkampfauftritte im ganzen Land bekannt machen. Das muss er nicht, er war Vizepräsident und ist seit fast 50 Jahren in der Bundespolitik. Also wer ihn kennen wollte, kennt ihn auch jetzt. Er muss erst aber nochmal auch seine Partei hinter sich bekommen. Er kann nur gewinnen, wenn auch die überwiegend jungen und weit, sagen wir mal, progressiv links von ihm stehenden jungen Anhänger und Anhängerinnen von Bernie Sanders am 3. November auch zur Wahl gehen und für ihn stimmen. Die Führung der, sag ich mal jetzt, Parteilinken hatte größtenteils dazu aufgerufen, ihn zu unterstützen, weil sie sagen, wir können die programmatischen Differenzen mit Biden können wir lösen, wenn Trump weg ist. Jetzt muss erstmal Trump weg. Und gerade die schwarzen Wähler, das erklärt ja auch seinen innerparteilichen Sieg, sagen, Donald Trump schadet gerade auch unserer Community mit seiner Politik so stark. Wir wollen einfach nur den haben, der ihn wegkriegen kann. Und alles andere klären wir hinterher. Aber um eben gerade die jungen Leute zu mobilisieren und man gewinnt die Wahlen über Mobilisierung, da muss er noch einiges tun. Und da ist es sicherlich, wäre es nicht vorteilhaft, wenn der Parteitag, also die Convention, die jetzt von Juli auf Ende August schon verlegt wurde bei den Demokraten, die Republikaner hatten ohnehin Ende August vorgesehen, wenn die jetzt gar nicht stattfinden kann oder nur mit einem Bruchteil der Delegierten stattfinden kann. Also da sehe ich tatsächlich Probleme bei ihm. Für Trump ist es aber, also es neutralisiert sich ein bisschen der Nachteil, dass der Wahlkampf nicht physisch geführt werden kann, weil ja auch gerade Trump von den Wahlkampfauftritten, die hat er ja auch in seiner Amtszeit alle 4 Wochen im Grunde durchgezogen, davon lebt er. Das ist sein Lebenselixier und das zeigt ja auch immer wieder seine Verbundenheit mit seiner Basis und die fehlt ihm mehr vermutlich als Biden, der, sage ich mal, ein eher mäßiger Wahlkämpfer ist. Also, aber es wäre für ihn, für Biden wäre es schlecht, wenn sich die jetzige Situation über den Sommer
also über August, wenn dann die heiße Phase beginnt, fortsetzen würde. Denn dann kann Trump vielleicht auch wieder einiges korrigieren im Management. Dann geraten seine Fehler aus dem Februar in Vergessenheit stärker. Und dann wäre es für Biden nachteilig, wenn es praktisch gar keinen richtigen Wahlkampf gäbe. Wir hatten zu Beginn des Jahres hier an dieser Stelle im Haus am Dom eine Diskussion über den damaligen Stand natürlich des Vorwahlkampfes. Und da war eine Frage, die ich gerne heute nochmal stellen möchte, nämlich wie sieht es aus mit Sanders und seinen Anhängern? Er hat ja zumindest offiziell gesagt, dass er sich hinter Biden stellen wolle. Tut er das? Und wenn ja, folgt ihm seine Anhängerschaft in dieses Biden-Lager und wird es gelingen, diese, ich glaube, man kann sagen, Polarisierung im demokratischen Wahllager im Vorwahlkampf sozusagen zu heilen und dann zusammenzuführen, um das große Ziel US-Präsidentschaft anzustreben? Gut, wenn ich die Antwort wüsste, hätte ich fast hellseherische Fähigkeiten. Also im Moment wissen wir gerade bei einigen der jüngeren Anhängern oder auch bei einigen der Unterorganisationen, es gibt die Gruppe, die war über Jahre, Jahrzehnte ganz klein, Democratic Socialists of America, die ist sehr stark angewachsen in den letzten 2 Jahren. Nicht nur durch Bernie Sanders, sondern auch durch Alexandria Ocasio-Cortez und andere Bannerträgerinnen. Und von denen habe ich bisher noch nicht gehört, dass sie gesagt haben, ja, alles ist schlimmer als Trump und deswegen müssen wir Biden unterstützen. Also da gibt es noch gerade, und die wird überwiegend von jungen Leuten getragen, da gibt es Fragezeichen. Ich glaube, er hat sicherlich, wird man hoffen, dass er die schwarzen Wähler in voller Weise mobilisiert. Das ist Hillary Clinton in einigen der überraschend verloren gegangenen Bundesstaaten, Michigan, Pennsylvania, nicht gelungen. Also da, glaube ich, wird Biden besser abschneiden. Von daher kann er sich da in der Tat berechtigte Hoffnung machen. Aber es wird jetzt auch sehr stark darauf ankommen. Deswegen ist ja auch Bernie Sanders sozusagen noch nicht de facto so ganz ausgeschieden. Und weil er sagt, wenn es noch weitere Vorwahlen gibt, kann man noch für mich stimmen. Ich will auch noch weitere Delegierte ansammeln. Denn je mehr Delegierte er bis zum Parteitag angesammelt hat, desto stärker wird er, wenn nachher über die, also in Amerika gibt es keine Parteiprogramme wie in Deutschland, aber es gibt Plattformen für den Wahlkampf. Und was da dann drin steht, steht da zum Beispiel dann drin, langfristig wollen wir in ein sogenanntes, also in das britische oder kanadische sogenannte Single-Payer-System. Es gibt eine staatliche Krankenversicherung. Ist das unser Ziel? Bisher ist es nicht Bidens Ziel. Er will nur graduell Obamacare, Obamas Reformen verbessern. Also zu den privaten Krankenversicherungen eine staatliche, gesetzliche Alternative anbieten. Aber wer will, behält die privaten. Also gibt es da eine Perspektive. Wie ist es bei der Handelspolitik? Sanders ist sehr, sehr protektionistisch in vielen Punkten. Da ist er mit Trump im Ergebnis oft einiger als mit dem Mainstream seiner Partei. Was wird da drin stehen? Und je mehr Delegierte er sammelt, desto mehr kann er unterbringen. Und davon wird meiner Ansicht nach abhängen, ob diese progressiven, linkeren Demokratinnen und Demokraten, gerade die Jüngeren, sagen, na gut, jetzt ist auch das Programm ganz anders wie vor 4 Jahren. Jetzt können wir auch einen wählen wie Biden. Alexandria Ocasio-Cortez hat ja das Dilemma genannt vor einigen Monaten. Sie sagte, in keinem anderen demokratischen Land der Welt wären Joe Biden und ich in derselben Partei. In Deutschland wäre sie vielleicht bei den Links, bei den Grünen oder bei der Linkspartei und Biden wäre Kanalarbeiter der SPD oder so, ja, um es mal etwas salopp zu formulieren. In Amerika haben wir eben dieses Zwei-Parteien-System, deswegen sind die Parteien große Zelte und deswegen wird sie ihn auch endorsen und hat es schon im Grunde gemacht. Und das sind natürlich aber diese Frage, welche Inhalte muss Biden dann auch im Wahlkampf vertreten, die wird, glaube ich, entscheidend sein, ob auch die noch jetzt sich zurückhaltenden jungen Leute dann über das Stöckchen springen werden. Und er muss sie wirklich auch ein bisschen begeistern und da kann unter Umständen die Wahl der Vizepräsidentschaftskandidatin, er hat ja eine Frau versprochen, durchaus für die innerparteiliche Mobilisierung von einer gewissen Bedeutung sein. Denn wenn wir uns mal zurückerinnern, vor zwölf Jahren, John McCain war der relativ aussichtslose Kandidat gegen Barack Obama. Er hat ein bisschen Momentum gewonnen, als eine damals unbekannte, aber in der Basis beliebte Vizepräsidentin, Sarah Palin, mit der eigentlich so der amerikanische Rechtspopulismus so seinen modernen Aufschwung nahm. Die hatten ihn nachher nicht die Wahl gewonnen, weil sie auch viele andere Nachteile hatte, aber sie hat erstmal die Kernanhänger elektrisiert. Und das kann Biden alleine nicht schaffen, meiner Ansicht nach.
Wir haben jetzt ein bisschen über Herrn Biden gesprochen und auch über die Partei. Ich würde jetzt gerne wissen, kann man schon absehen, mit welcher Strategie Biden und die Demokraten in diesen Wahlkampf um die Präsidentschaft gehen und mit welchen Themen? Kann man da schon was absehen? Sie haben das bei Herrn Trump skizziert. Mhm. Können Sie sowas auch für Biden und die Demokraten? Also das Erste wird sein, was Corona-Management angeht. Wir hätten von Anfang an auf die Wissenschaft gehört. Wir hätten auch die Beamtenschaft, die höhere, nicht als Feind angesehen, sondern wir hätten mit denen gearbeitet. Das ist das, was bei der Corona-Sache ihre Strategie sein wird. Also ein Präsident Biden im Januar 2020, im Februar, hätte anders reagiert und implizit heißt es, für einen bestimmten Prozentsatz der Toten ist Trump verantwortlich, glaube ich. Das ist, ein Teil der Arbeitslosigkeit ist er verantwortlich. Corona hat auch andere Länder schwer getroffen, aber in den USA hätten wir eigentlich auf unserem ökonomischen Entwicklungsstand besser reagieren können und das ist, glaube ich, Nummer eins. Nummer zwei ist, und das ist auch ein bisschen sein Problem, ich will eigentlich da weitermachen, wo wir mit Obama vor 4 Jahren aufgehört haben. Also so ein bisschen tun, als hätte es Trump gar nicht gegeben. Das halte ich für eine sehr riskante Strategie. Ja. So hat er im Vorwahlkampf aber für sich geworben. Das hat auch durchaus gezogen bei den meisten eigenen Parteianhängern. Aber das sagte ich ja, er muss bis zur Convention noch andere inhaltliche Schwerpunkte setzen. Und da hat er jetzt schon angedeutet, dass er einige Punkte seiner mittlerweile eben ausgeschiedenen Kritiker von links aus der Partei, nicht nur Bernie Sanders, sondern auch Elizabeth Warren, dass er ihnen entgegenkommen wird, indem er zum Beispiel also sagt, ich bin dafür, dass die ersten Jahre College tatsächlich ähnlich wie das in anderen europäischen Ländern der Fall ist, weitgehend kostenfrei werden. Also es wird Bereiche geben, in der Mindestlohnfrage wird er entgegenkommen zeigen. Interessant ist, wie gesagt, die Krankenversicherungsfrage, ob er da tatsächlich den Systemwandel umarmt, wie das Sanders und zum Teil auch Warren hoffen. Ich glaube nicht, denn das hat auch Risiken. Das britische Gesundheitswesen wird mit der Sache auch nicht so wahnsinnig gut fertig. Nun kann man sagen, das liegt daran, weil es zum Teil kaputt gespart wurde. Aber das ist in der politischen Kommunikation schwierig zu sagen, wir wollen umschalten auf das britische System, wenn in Britannien sozusagen die Sache auch nicht optimal gelaufen ist. Also deswegen glaube ich hier nicht, aber das werden die Akzente sein, dass er versuchen will, Trump da zu treffen, wo Hillary vielleicht sich zu stark fühlte, nämlich auch wieder Stimmen dieser weißen Arbeiterschaft zurückzugewinnen. Eine ganz zentrale Frage, die aber auch entscheidend sein wird, auch wenn es heute nicht so aussieht, wird dann letztendlich doch die Weltpolitik sein, weil Trump wird natürlich, das ist der Teil der Strategie, den ich noch nicht erwähnt hatte, den er auch schon 2016 machen musste, er kann nur durch Zerstörung des Gegners gewinnen. Mhm. Ja, er muss natürlich Biden angreifen, er hat ihn ja jetzt schon wieder als Sleepy Joe, er wird ihn China Joe nennen, weil er sagt, also der steckt ja mit den Chinesen unter einer Decke, der war immer ganz sanft als Vizepräsident zu den Chinesen, der hat ihn alles durchgehen lassen und tut er auch jetzt und nur ich stehe für die harte Linie. Da wird sich Biden positionieren müssen, er wird auch sich in Fragen des Handels positionieren müssen. Er ist ein Freihändler eigentlich, aber er weiß eben, seine Parteilinke ist auch nicht freihändlerisch. Und wie wird das geben? Er wird eine Alternative, er wird sagen, auf mich können sich die Alliierten wieder verlassen, wenn ich Präsident bin. Aber ist es wirklich wahr? Die USA werden, egal wer die Wahl gewinnt, auch wenn sie Biden gewinnt, erstmal innenpolitisch mit Nation Building, wie das Obama genannt hat, beschäftigt sein, ja, weil die Verwerfungen sind stark. Ob es dann nur zu temporären Änderungen kommt oder zu strukturellen, wird man sehen. Aber die Partei zum Teil will strukturelle Veränderungen. Bernie hat es Revolution genannt, Frau Warren nennt es Structural, also strukturelle Veränderungen. Da muss er sich mit beschäftigen. Das, denke ich, wird nicht dazu führen, dass die USA diese Weltführungsschaft, die sie auch schon unter Obama ein Stück weit reduziert haben, wieder im vollen Umfang aufnehmen werden, so wie das vielleicht einige deutsche Transatlantiker glauben. Ich glaube, da werden wir auch unter Biden doch die eine oder andere Überraschung erleben, weil einfach der Fokus aufs Innere gerichtet ist. Das erwarten dann auch seine Wähler von ihm, die Arbeitsplätze wiederherzustellen und so weiter. Das würde aber auch für Trump in gewisser Weise gelten. Aber Trump macht eben dadurch, dass er dass es die Anti-China-Strategie geben wird und er versuchen wird, Biden und die Demokraten zu chinesenfreundlichen Leuten zu machen, wird das internationale Thema auf jeden Fall eine Rolle spielen ab Herbst.
Wir haben jetzt über Trump und die Republikaner und Joe Biden und die Demokraten gesprochen. Ich würde jetzt gerne sowas wie einen Blick in die Glaskugel wagen wollen. Und zwar eher die Frage nach den Szenarien. Was passiert denn, sollte Trump die Wahl gewinnen und oder was passiert eigentlich, wenn Joe Biden mit den Demokraten die Wahl gewinnt? Fangen wir vielleicht mit dem US-Präsidenten an. Muss man fürchten, es wird noch schlimmer als die ersten Jahre bereits? Oder wird er vielleicht dann, weil er ja sein großes Ziel erreicht hat, die Wiederwahl zu gewinnen, vielleicht sowas entwickeln wie eine Altersmilde, weil er hat ja doch alles erreicht. Wie schätzen Sie ein, auf was müssen wir uns da einstellen? Sollte Trump wiedergewählt werden? Also wenn Trump wiedergewählt wird, denke ich schon, Altersmilde würde ich jetzt überhaupt nicht in Rechnung stellen wollen. Historisch sind zweite Präsidenten in der zweiten Amtszeit meistens nicht so wahnsinnig erfolgreich. Andererseits wird Trump, weil er dann vor keine Wähler mehr treten muss, sein Projekt, und das war ja eins der Ziele, den sogenannten administrativen Staat zu zerstören oder zu schwächen, das wird einerseits fortgesetzt werden. Also dass wir dann andere Botschafter hier bekommen werden, dass das Außenministerium wieder massenhaft Neueinstellungen mit den Bestqualifiziertesten vornehmen wird. Und all das werden wir nicht erleben, wenn er gewählt. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Weltpolitik. Er wird auch weiter, denke ich, die Politik des America First fortsetzen, weil er hat dann auch bei einem Sieg hat er auch die letzten Kritiker innerhalb der Partei vermutlich. Und die kommen meistens aus dem außenpolitischen Flügel der Partei ziemlich dann kaltgestellt. Also von daher erwarte ich schon eine starke Kontinuität. Allerdings wird natürlich auch, egal wer von den beiden gewinnt, Corona dann und auch eben die Events und die Situationen des Regierens sehr, sehr stark beeinflussen. Wir dürfen, glaube ich, nicht von Trump erwarten, dass er jetzt mit ganz neuen Visionen in diesen Wahlkampf geht. Er wird sagen, ich habe noch einiges nicht zu Ende geführt. Die Mauer nach Mexiko ist noch nicht zu Ende gebaut. Auch da wird der Widerstand kleiner. Er kann also Dinge, die er jetzt gemacht hat, zum Teil per Erlass, etwa auch gerade in der Umweltpolitik, also auch sicherlich für ein grünes Publikum, eine grüne Wählerschaft, sehr wichtig, die kann er verstetigen. Es hängt dann natürlich davon ab, schafft er auch oder schaffen die Republikaner auch wieder den Kongress in beiden Häusern zu erobern? Ich glaube, das ist relativ unrealistisch. Das ist eher das andere Szenario. Wenn Biden gewinnt, könnte auch der Senat zu den Demokraten fallen. Also von daher denke ich, wird Trump sozusagen Dinge verstetigen können, die jetzt noch relativ leicht wieder rückgängig gemacht worden sind. Und das macht gerade in der Umwelt- und Klimapolitik, macht das natürlich einen Riesenunterschied. Der richtige Austritt aus Paris, der kommt ja im Grunde erst dann in der zweiten Amtszeit. Der könnte noch gestoppt werden sozusagen mit einem anderen Präsidenten. Der würde dann sicherlich nicht gestoppt. Auch andere Erlasse, die praktisch die alle Umweltregulierungen aufgehoben haben, die könnte man wieder relativ leicht rückgängig machen, innenpolitisch. Auch das wird schwerer, wenn das mal 8 Jahre vorangegangen ist, zumal sich dann auch noch in diesen acht Jahren junge potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger in Szene setzen können, die dann durchaus eher auf der Trump-Linie liegen als auf der alten Linie der Republikanischen Partei. Und er wird auch, glaube ich, seine taffe Handelspolitik nicht wirklich ändern, sodass ich also hier tatsächlich sage, es wird so bleiben in vieler Hinsicht, wie es ist. Es wäre sehr verwunderlich, wenn er eine Kehrtwende macht. Vielleicht wird die Politik einen Tacken populistischer, dann auch so ein bisschen im sozialstaatlichen Sinne und weniger wirtschaftsfreundlich. Das könnte sein, weil er merkt, die Leute, die mich zweimal dann gewählt haben, denen muss ich auch was geben. Das hat er in der ersten Amtszeit aus seiner Sicht eigentlich zu wenig gemacht. Er war in der Wirtschaftspolitik und in der Steuerpolitik zu sehr orthodoxe Republikaner eigentlich. Ja, das wäre das Szenario, wenn Trump gewinnt. Was darf man hoffen oder was muss man vielleicht sogar fürchten, wenn Herr Biden gewählt werden sollte? Da kann man ja sicherlich sich ausmalen, dass der internationale Politik mehr wieder die multilaterale Ziele verfolgt werden. Innenpolitisch kann ich nicht ganz genau einschätzen, was er wirklich machen will. Wie sehen Sie es? Was muss man und was kann man von einem möglichen Präsidenten Joe Biden erwarten?
Also er kann da sehr schnell handeln, wo der Präsident, wie ich das eben schon bei Trump andeutete, auch als er Obama Sachen zurückgenommen hat, die nur per Erlass oder per Unterschrift waren, wo es keine gesetzliche sozusagen Bestätigung gab, die kann er auch wieder zurücknehmen. Also wir haben es eben schon gesagt, Paris, auch das Iran-Atomabkommen kann er wieder relativ schnell, also die USA dort wieder reinbringen in den Prozess. Er wird das, glaube ich, auch tun. Bei den innenpolitischen Vorhaben ist, glaube ich, eine Voraussetzung, dass die Dinge, die ich eben sagte, die Partei Linke gerne in der Plattform hat, also die weiterreichen als das, was für das, was Biden eigentlich stand, dass es dazu eine Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses erfordert. Und wir wissen ja auch, das haben wir ja auch gesehen, Trump war im Kongress auch in seinen ersten zwei Jahren, als sie noch beide Häuser hatten, die Republikaner, relativ unerfolgreich, was Gesetzgebung angeht, weil man im Senat eben diese sehr arkane Regel des Filibuster hat, dass sie praktisch 60 Senatoren brauchen, um sozusagen diesen Filibuster zu überstimmen. Und deswegen ist Obamacare nicht zurückgenommen worden, obwohl die Republikaner das 7 Jahre lang versprochen hatten, weil da eben 2 Stimmen gefehlt haben. Und dass die Demokraten eine so große Mehrheit im Senat kriegen, dass sie über 60 haben, halte ich für ausgeschlossen. Aber es wird überhaupt davon abhängen, ob er auch im Kongress sozusagen Unterstützung hat. Wenn nicht, wird es sehr, sehr schwer. Dann werden wir wieder sozusagen auch außerparlamentarische Mobilisierung, aber dann auch innerparlamentarischen Widerstand bekommen. Deswegen sind die Kongresswahlen, speziell die Senatswahlen aus meiner Sicht, ich weiß, dass die natürlich im Ausland nicht so im Vordergrund stehen, aber die sind gerade für den strukturellen Wandel, den die Demokraten in manchen Teilen wollen, sind die außerordentlich wichtig. Denn ohne die zu organisieren, wird sehr, sehr schwer, denn man wird nicht auf nicht sehr viel, wenn überhaupt, auf Unterstützung aus dem republikanischen Lager rechnen können. Denn im Kongress haben sich doch die allermeisten Abgeordneten, wir haben das beim Impeachment-Verfahren gesehen, nur ein Republikaner, Mitt Romney, wollte ihn in einem Anklagepunkt verurteilen, haben sich sehr stark hinter Trump gestellt. Und die können sich jetzt, auch wenn die Umfragewerte schlechter werden, nicht wirklich von Trump lösen. Sie können eigentlich nur sagen, ja, Trump hat Mist gebaut, er hat zu spät reagiert, er spinnt manchmal, er ist nicht perfekt, aber er ist besser als dieser alte sozusagen Kandidat, der schon 50 Jahre im Politik-Establishment ist, der überall seine Finger drin hatte und der nicht für Aufbruch steht. Also diese negative Fokussierung auf Biden wird vielleicht sogar stärker von den Republikanern im Wahlkampf kommen als von Trump selbst, denn das ist jetzt ernst, aber es löst ein Schmunzeln aus. Trump wird nicht derjenige sein, der Herrn Biden vorhält, dass er Frauen belästigt hat. Das werden Surrogate machen, das werden Leute machen, die da selber eine weißere Weste haben, das kann Trump nicht machen. Trump muss ihn anders angreifen, als senil, als China-hörig und sowas. Und von daher, denke ich, wird es für Biden, auch was er an Gestaltungsmacht hat in den 4 Jahren, und ich erwarte bei ihm, dass er nicht danach nochmal antritt. Wer ist die Vizepräsidentin? Ist das dann die zukünftige Kandidatin? Und wie sind die Mehrheitsverhältnisse im Kongress? Und die Fraktion im Repräsentantenhaus, die ist durchaus zum Teil hat die einen sehr starken, mittlerweile progressiven Flügel. Nicht die Mehrheit, aber einen starken Flügel. Und der wird versuchen, Biden dann zu treiben. Aber wenn der Senat nicht mitspielt, in den USA müssen so gut wie alle innenpolitischen Maßnahmen durch beide Häuser gehen, dann wird es da auch stocken. Deswegen gibt es auch viele, oder vielleicht nicht viele, aber ich könnte mir auch vorstellen, nochmal auf die alte Frage zu kommen, unterstützen die Partei Linken wirklich Biden? Dass, ja, viele sagen, ja, der Trump ist so schlimm, nochmal 4 Jahre ist ein Desaster fürs Land. Aber ein paar junge Leute sagen, naja, wenn es dann noch zugespitzter wird unter Trump 2, vielleicht kriegen wir dann mal 2024 einen jüngeren linken Kandidaten. Denn natürlich sind auch viele Demokraten nicht froh, dass sozusagen mit der älteste Kandidat oder der zweitälteste, Sanders war noch einen Tacken älter, dass wir am Ende nur noch die Wahl zwischen 3 alten Männern im Grunde hatten, überparteilich gesprochen jetzt. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, dass aber die Parteimehrheit sagt, nee, nochmal 4 Jahre Trump wären gerade für besonders empfindliche Bevölkerungsgruppen, gerade auch für die Minderheiten, aus verschiedenen Gründen, die einen wegen der Einwanderung aus Südamerika, der andere wegen Sozialstaatspolitik, die Schwarzen, wären so verwundbar, dass wir uns das einfach nicht leisten können, selbst wenn wir mit beiden noch so unzufrieden sind.
Ist aber auch eine seltsame Strategie, darauf zu hoffen, dass es noch schlimmer wird, um dann. Ja, also ich rechne nicht damit, dass das viele tun, aber es ist ja in einigen der knappen Bundesstaaten, haben wir ja 2016 gesehen, da geht es nachher um 10.000, 12.000 Wähler, die sich so oder so entscheiden oder zu Hause bleiben. Also in einem Land von 331 Millionen Menschen, die die USA mittlerweile haben, haben letztendlich das Wahlverhalten von 70.000 runtergebrochen auf 3-4 entscheidende Staaten 2016 den Ausschlag gegeben. Und die 3 Millionen Stimmen, die Hillary mehr hatte, haben natürlich aufgrund des Wahlsystems nicht gezählt. Und das könnte auch diesmal, es gibt kein Szenario, denke ich, wo Trump einen Erdrutschsieg einfährt. Es gibt durchaus ein Szenario, wenn alles jetzt noch weiter den Bach runtergeht, salopp gesprochen, dass es einen demokratischen Erdrutschsieg gibt. Das Szenario gibt es schon. Für wahrscheinlicher halte ich einen knappen Sieg in die eine oder andere Richtung. Ich würde jetzt gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen, sozusagen mehr die europäische Seite des transatlantischen Verhältnisses. Da, glaube ich, kann man über die letzten Jahre sagen, Trump hat die Beziehungen stark belastet, um mal das Mindeste zu sagen. Sie hatten gesagt, Biden würde da etwas verändern oder angedeutet, Sie haben es zwar nicht ausdrücklich gesagt. Wie sehen Sie denn die transatlantischen Beziehungen künftig? Wird sich da was verändern, auch vielleicht sogar unter Trump? Oder Sie haben gesagt, Trump wird im Grunde seine Politik fortführen, dann wird er auch wahrscheinlich die Politik gegenüber Europa fortführen. Oder wird er vielleicht was ändern? Und was würde Biden anders machen? Also bei Biden würde sicherlich die gesamte Rhetorik, das Symbolische, das würde sich sicherlich ändern. Er würde Europa nicht immer, also auch zu, oder einzelne Länder wie Deutschland nicht zu Feinden, wirtschaftlich gesehen, der USA erklären. Er würde sicherlich diese Lastenteilung in der NATO, die würde er auch weiterhin ansprechen, ab mit einer ganz anderen Rhetorik. Die hat ja auch schon Obama und auch schon Vorgänger von Obama angesprochen, aber eben mit einer anderen Rhetorik, nicht mit der Drohung des Mafia-Bosses, wenn du nicht zahlst, dann Schutz weg und so weiter. Das wird natürlich wegfallen, das ist klar. Bei der Politik, Biden ist nun mal, das wissen wir, sehr stark, auch mit der Ukraine verbandelt. Er ist sicherlich nicht der Kandidat dieses Jahr auch des Kremls. Und da würde ich aber sagen, werden die Veränderungen vielleicht sogar weniger stark sein. Natürlich wird Biden mit der Kongressmehrheit die Sanktionen fortführen, aber die hat auch Trump fortführen müssen. In der NATO-Politik muss man, glaube ich, zwischen der Rhetorik und dem, was gemacht worden ist, unterscheiden. Trump hat die NATO in Frage gestellt, wenn nicht bestimmte Sachen gemacht werden, so wie er sie will. Er hat andererseits aber, was ja in Deutschland nicht unumstritten ist, wir hatten ja auch ein bisschen untergegangen jetzt durch Corona, dieses große Manöver hinsichtlich der Verteidigung auch der baltischen Staaten, da hat er die Mittel im Vergleich zur Obama-Ära sogar stark aufgestockt. Und das sagen auch die Militärs hier in Europa, die Amerikaner. Also achtet drauf, was wir hier machen und nicht so sehr, was der Präsident twittert. Und das stimmt auch. Und aber da würde ich also wahrscheinlich im Punkto Geld ausgeben und wie die Amerikaner tatsächlich agieren, vor allen Dingen im Baltikum mit rotierenden Truppen, würde ich eher die Änderung sehen, die von Deutschland zum Beispiel ausgehen könnte, sollten wir uns dafür entscheiden, nicht weiter an der atomaren Teilhabe und anderen Dingen zu partizipieren. Dann würde das sich alles sicherlich sehr viel stärker nach Polen und nach Mittelosteuropa rücken. Aber die Rhetorik wäre eine andere. Was anders wäre, ist überhaupt, dass auch jetzt so bei Sachen Bekämpfung Corona und anderem, Biden vermutlich wieder stärker, bevor auch Entscheidungen getroffen werden, dann die Zusammenarbeit oder die Möglichkeiten einer solchen suchen würde. Trump hat ja auch das Einreiseverbot nach Europa unilateral und ohne Vorankündigung ausgesprochen. Wir haben es dann eine Woche später auch gemacht, aber als es kam, kam es schon überraschend und da würde man sicherlich vorher Konsultationen erwarten, dass man das als eine gemeinsame Entscheidung bringt. Auch in der Handelspolitik würde natürlich sich die Einstellung zu dem, was Großbritannien gemacht hat, wieder ändern. Trump ist ein Unterstützer des Brexit. Man kann auch davon ausgehen, dass es da Verhandlungen, wenn Trump 2 kommt, geben wird und beide Seiten die auch relativ schnell zum Erfolg bringen werden. Der ist weniger an einem schnellen Erfolg, an einem Abkommen mit der EU interessiert. Bei beiden ist es genau umgekehrt vermutlich. Mhm. Also da wird's in der Tat, glaube ich, Veränderungen geben. Und auch was natürlich der Gleichklang angeht in internationalen Fragen. Also
Biden würde die USA, wenn es im Kongress, und das kann nach meiner Auffassung jetzt so nicht verhindert werden, wieder dem Iran-Abkommen beitreten. Dann wäre also die europäischen Bemühungen, da so ein anderes Zahlungsmechanismus-System einzuführen, die wären gegenstandslos. Dann Sanktionen würden bleiben, aber sie würden wieder zurückgefahren auf den Status quo vor dem Ausstieg und so weiter. Also auch bei Klimafragen gäbe es wieder Konsultationen und vielleicht eine gemeinsame Zielführung. Ob Europa und die USA bei der ganz großen Frage, die die USA eben, egal wer regiert, in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird, China, ob es da einen Gleichklang gibt, das wage ich eher so ein bisschen zu bezweifeln. Da müsste nämlich auch Europa sich erstmal intern einig werden, wie wir zu China stehen. Ob Deutschland seine rein wirtschaftlich exportgetriebene Haltung aufrechterhalten kann. Aber da wird der Corona die Debatte auch bei uns Veränderungen bringen. Also wir dürfen nicht bleiben, immer denken, die transatlantischen Beziehungen verändern sich nur, weil die Amerikaner sich vielleicht verändern, sondern da kann es auch bei uns einige Veränderungen geben, auch in dieser Frage mit. Aber wir würden vielleicht darüber nachdenken, ob wir zusammen uns alternative Herstellungsformen von Medikamenten ausdenken und nicht gegenseitig versuchen, Firmen aufzukaufen oder Schutzmasken und Anzüge wegzuschnappen auf Flughäfen und so weiter. Also es würde, also um zu Ende zu sagen, nicht nur rhetorisch und symbolisch, aber diese andere Rhetorik würde auch wieder eher ein Wir-Gefühl erzeugen können, zumindest vom Potenzial her. Dennoch, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, glaube ich, dass auch eine Administration Biden zunächst sehr stark innenpolitisch fokussiert sein wird und deswegen diese alte Führungsrolle der USA so nicht mehr herstellen. Ich glaube auch, dass der Abzug aus dem Nahen Osten nicht revidiert würde komplett. Er würde vielleicht punktuell mit den Kurden anders laufen. Und er muss eben aufgrund der parteiinternen Verschiebungen handelspolitisch, was Freihandel angeht, durchaus auch eher Zugeständnisse an Freihandelskritiker machen. Also dass dadurch das alte transpazifische Freihandelsabkommen plötzlich wieder auferstehen, würden die USA da einfach so beitreten, das glaube ich nicht. Also da wird es weiterhin, wird der Bruch mit der Zeit vor 2016 auch anhalten unter Biden, meiner Ansicht nach. Meine letzte Frage betrifft China. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich hatte im Februar das Vergnügen, bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu sein. Und ich war doch überrascht, wie sehr die doch große Anzahl von Demokraten unter letztlich doch auch der Führung sozusagen von Nancy Pelosi in München das Signal gesendet haben, dass sie durchaus gar nicht so weit entfernt sind von der China-Politik Präsidenten. Das hat mich insofern überrascht, weil ich eigentlich gedacht habe, dass die Demokraten auch da anders ticken, andere Ziele verfolgen. Aber offensichtlich gilt parteiübergreifend, dass sozusagen China der neue Feind ist oder der neue Gegner. Ich weiß nicht, bis hin eben zur Entflechtung der Ökonomien, die Rückgängigmachung der Globalisierung, das gibt es ja zumindest einige, die das so formulieren. Wie sehen Sie denn die künftige China-Politik der USA? Wird es unter beiden Präsidenten, also Trump sowieso, haben Sie ja schon gesagt, aber auch unter einem möglichen demokratischen US-Präsidenten Biden dann eigentlich eine Kontinuität geben oder wird es anders sein? Also eine Kontinuität zur Trump-Politik. Zu Trump. Ich teile Ihre Auffassung, ich war selber, war nicht bei der Konferenz dabei, aber ich teile Ihre Einschätzung. Und auch, wie ich das schon mal vor einigen Minuten gesagt habe, ist in der Bevölkerung mittlerweile eine China-kritische Haltung eben weit ins demokratische Lager hinein vorhanden, weil man denke, in beiden Parteien gibt es auch noch eine Pro-China-Fraktion in dem Punkt, dass sie an dieser Politik, wir binden China in die Global Governance-Einrichtungen in der Welt ein, also angefangen von der WTO in den Nullerjahren, und dann wird sich China auch intern wandeln. Aber ich glaube, die Mehrheiten, auch mittlerweile die Expertenmehrheit, glaubt, dass das gescheitert ist, dass man sagen muss, wir müssen entweder mit dem China, so wie es jetzt ist, freundlich umgehen oder einigermaßen es nicht zum Feindbild machen, oder es ist das Feindbild. Aber ich kenne fast niemanden in den USA, die sagen, was in China sich in den letzten 7-8 Jahren unter Xi getan hat, ist eigentlich für die Beziehungen zum Westen positiv. In den USA wird das
wie heißt es auf Deutsch, das One Road, One Belt, also das, dieses Programm Chinas, der neuen Seidenstraße, so nennen wir es genau, wird auch bei uns kritisch gesehen, es wird extrem kritisch gesehen. Ich glaube, die Amerikaner sehen den Spaltpilz, den dieses Programm für die EU hat. Ja, Italien ist ziemlich dabei, einige andere Länder eher nicht. Und wie man das unter einen Hut bekommt auf Dauer, das ist also alles das, was Sie wahrscheinlich auch bei der Konferenz gehört haben. Dennoch, auch hier macht natürlich ein bisschen der Ton die Musik. Es gibt China-Berater, die überwiegend den Demokraten nahestehen, die sagen, China ist ein Rivale, China ist nicht unser Freund, aber wir müssen mit China ein Auskommen haben. Wir müssen auf jeden Fall auch eine militärische Auseinandersetzung verhindern und deswegen müssen wir sehr behutsam vorgehen. Wir müssen immer die Kräfte auch innerhalb Chinas stützen, die mit dem Westen nicht komplett brechen wollen. Und andere, die sagen, nee, China ist der Gegner. Vielleicht ist auch irgendwann eines schönen Tages eine größere Auseinandersetzung unvermeidlich und wir müssen unsere Freunde im asiatisch-pazifischen Raum stützen. Und da ist etwas unbemerkt, glaube ich, auch von der Öffentlichkeit in Europa, unter Trump, der ja kein großer Allianzenbilder, das ist auch keine Allianz, aber eben so Länder Indien, Japan, Australien und auch noch andere, selbst Vietnam, die überhaupt nicht wollen, dass sich die USA strategisch auch aus dieser Region zurückziehen, die eher für ein etwas für die aggressivere Variante stehen. Und da sind auch die Beziehungen in der Trump-Ära ausgebaut worden. Keine formelle Allianz, das mag Trump nicht, aber dass diese Länder zu Gegengewichten aufgebaut werden in der Region. Und deswegen würde ich sagen, in der Substanz wird es sehr viel Kontinuität geben. Bei den handelspolitischen Fragen würde ich denken, dass da die beiden Demokraten zumindest freihändlerischer sind, wird es etwas entspannter werden. Aber es wird auch sehr stark davon abhängen, wen nimmt Biden in der Außenpolitik in seine Administration auf. Wird das eine Kontinuität zu Obama? Sind es neue Leute, Sicherheitsberater und so weiter im Weißen Haus, wo die Politik ja am Ende des Tages gemacht wird, nicht bei den Ministern? Aber ich erwarte hier tatsächlich weniger Diskontinuität als in einigen anderen Politikfeldern. Und das ist das beherrschende Thema strategisch für die USA der nächsten Jahrzehnte. Und nicht Russland und auch nicht andere Weltgegend, sondern es wird eindeutig der Umgang mit China und dieser aufkommenden Weltmacht sein. Ich glaube, bei den Demokraten glaubt im Gegensatz zu den Trump-Leuten niemand, dass man China wirklich aufhalten kann. Man kann es allenfalls ein bisschen verzögern und man kann es mit den Interessen der USA und des Westens kompatibler machen. Da sind die Unterschiede, aber nicht, dass China Fokus Nummer eins in der US-Weltpolitik sein wird. Da gibt es einen Konsens. Da könnte man jetzt noch viele Fragen stellen, was das für Europa bedeutet und Deutschland und die anderen EU-Staaten. Wir machen jetzt erstmal hier einen Punkt. Wir sind ziemlich gut im Zeitplan. Wir hatten gesagt, wir wollen ja gegen 8 in die Fragerunde einsteigen. Mir wurde gesagt, ich möge darauf hinweisen, dass Sie an Ihren Bildschirmen jetzt keine Fragen mehr stellen brauchen, weil wir jetzt sozusagen einen Strich machen und wir haben hier, weiß nicht, ob Sie es sehen können an Bildschirmen, wir haben hier so einen kleinen Monitor und da stehen Fragen drauf, die der Herr Zwengel freundlicherweise zusammengefasst hat oder vielleicht auch in Anführungszeichen nur eine Frage einfach weitergetragen hat. Wie auch immer, wir beantworten diese Fragen und deshalb lese ich die erste jetzt schon mal vor. Egal wer Präsident wird, wird die Welt instabiler und unsicherer werden, weil die USA vor allem Innenpolitik betreiben werden. Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank auch dafür an den, der sie gestellt hat oder die sie gestellt hat. Ich denke, instabiler insofern, dass tatsächlich, egal wer Präsident wird, die USA nicht in eine alte Rolle, sollten sie nicht irgendwie direkt attackiert werden militärisch in der 9-11 oder in einer noch schlimmeren Art, die wir in den Nullerjahren hatten, zurückfallen werden. Also dass die USA nicht mehr die Verantwortung in dieser Phase, die sie da übernommen hatten, dass das nicht mehr kommen wird und dass sozusagen es regional in den Weltgegenden, die die USA schlicht nicht mehr so interessieren, aus Gründen des Öls, weil es nicht mehr so wichtig ist im Nahen Osten und anderen, dass da andere Akteure hineintreten müssen, um die Instabilität zu verhindern.
Ob es dazu unsicherer wird, ich glaube, da haben die Experten in der internationalen Politik unterschiedliche Sicherheitsmodelle. Wenn es die Pax Americana so nicht mehr gibt, kann man das sicherlich auch als einen Rückgang an der Sicherheit interpretieren. Man kann es aber auch interpretieren, dass es sozusagen eine Chance für eine multipolarere Welt geben wird. Und dann sind eben so Einheiten wie Europa, aber auch neue Konstellationen in Asien gefordert. Aber der Übergang, das kann man, glaube ich, sagen, wird mit Sicherheit instabiler und dadurch vielleicht auch potenziell etwas unsicherer werden. Es ist die Frage, ob außer China noch andere Staaten oder Staatenbünde Ambitionen haben, nicht nur weltpolitisch zu agieren, sondern auch Verantwortung für freie Seewege und für ähnliche Dinge, für die Einhaltung von Menschenrechten und Ähnlichem einzustehen und dann eben auch Opfer zu bringen. Ich meine jetzt nicht nur menschliche Opfer, sondern dafür auch die Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber die USA werden die Ressourcen für diese Führung sicherlich nicht über den, was sie zum Eigenschutz brauchen, hinaus stark ausbauen. Ja, dann kommt eine weitere Frage. Auch da vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und wie gesagt, wir wissen nicht, ob das jetzt tatsächlich schon eine Frage von jemandem ist oder eine Zusammenfassung. Ich lese jetzt also einfach mal vor. Kann die Wahl im Herbst mit Covid-19 überhaupt stattfinden, wenn sich die Lage nicht ändert? Und dann kommt noch eine Nachfrage. Wieso ist es ein großes Problem, per Briefwahl wählen zu lassen? Das ist, glaube ich, erinnert so ein bisschen an die Debatte in Polen, aber auch anderen Ländern. Kann man überhaupt bei diesen Krise wählen? Gibt es überhaupt eine Alternative in den USA? Ist sowas vorgesehen? Nein, und man kann natürlich jetzt nur mit der Geschichte argumentieren. In den USA wurden in Krisenzeiten schon oft Bürgerrechte eingeschränkt, die Meinungsfreiheit im Ersten Weltkrieg und so weiter. Aber gewählt wurde in den USA immer, auch 1944, mitten im Zweiten Weltkrieg. 1940 waren die USA noch nicht da wurde Präsidentschafts- und Kongresswahlen abgehalten. Sodass ich persönlich glaube, dass die Wahl stattfinden wird. Und das ist eine sehr gute Nachfrage. Was ist das Problem, dass man die Wahl dann als Briefwahl abhält? Und dazu muss man zwei Dinge wissen. Zum einen hat der Bund in den USA bei Wahlen nur ganz grobe Regelungskompetenz. Also die Wahllokale müssen bestimmte Minimum-Öffnungszeiten haben und Ähnliches. Und sie müssen auch so sein, dass sie von den Menschen erreichbar sind. Aber die Ausgestaltung der Wahlen obliegt den 50 Bundesstaaten in dieser Rahmensetzung. Und auch da gibt es ganz unterschiedliche Regelungen. Wie ist Briefwahl zugelassen? Ist überhaupt zugelassen? Ist das sogenannte Early Voting zugelassen, sowohl als Briefwahl als auch als Personenwahl? Da haben die Staaten unterschiedliche Regelungen. Und jetzt würde man sagen, na, ist doch eigentlich dann kein Problem. Dann einigen die sich drauf, wir machen allen 50 Staaten Briefwahlen. Und da haben wir jetzt wieder die Polarisierung. Das eine Lager traut dem anderen nicht über den Weg. Die Republikaner sind mehrheitlich der Ansicht, dass bei Briefwahlen Manipulationen Tür und Tor geöffnet wird. Wenn die Leute das zu Hause machen, da können andere den Wahl, also wie auch immer. Dafür gibt es keine wirklich harten Beweise, dass es so ist. Aber die Befürchtung ist da, man glaubt, dass reine Briefwahl den Vorteil der anderen Seite zeigen wird. Und die Demokraten wiederum sagen, wenn wir wirklich zur Wahl gehen müssen unter Covid-19-Bedingungen, dann werden gerade viele unserer, stellen Sie sich vor, die Schwarzen haben wir ja schon ganz am Anfang der Diskussion gesagt und die Hispanics, zwei der Bevölkerungsgruppen, die zu 90% und zu 70% Demokraten wählen, sind anfälliger und bei denen verläuft die Krankheit schwerer, haben die Lust, sich dann 2 Stunden in eine Schlange vor ein Wahllokal zu stellen. Natürlich nicht, also das würde demobilisieren, glauben die Demokraten. Und deswegen ist man hier zerstritten. Und deswegen wird es hier noch bis zum November gerichtliche Auseinandersetzungen geben. Aber ich denke, es wird am Ende Wahlen geben, die eine Mischung, ich glaube, dass Briefwahlen am Ende überwiegen werden. Aber es wird wahrscheinlich auch einige Bundesstaaten geben, je nachdem, wie die Gerichte entscheiden, dass dann auch tatsächlich physische Wahlen mit Abstandsregeln stattfinden werden. Aber es wäre also ein absolut historisches Novum in den fast 250 Jahren, seit die US-Verfassung durchgehend gilt. Die ist ja nur ein bisschen verändert worden, aber das gilt noch im Wesentlichen die Verfassung von 1787. Das muss man im Land wie Deutschland, wo wir denken, schon 49 ist lange her, also 1949, dass die Wahlen stattfinden werden, weil das scheint in den USA wirklich die Essenz zu sein. Gewählt wird irgendwas eigentlich fast immer. Aber der Modus, da wird es einen richtigen Streit geben. Könnte denn Trump, wenn
absehbar nicht wieder gewählt werden kann, noch irgendeinen Trick finden, das doch zu verhindern, zu verschieben, mit einer Begründung, Corona-Krise ist zu dramatisch. Gibt es da irgendwelche Schlupflöcher, Möglichkeiten oder ist das ausgeschlossen? Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal das Wahlrecht, also ich würde sagen, am Ende wird das alles vor dem Gericht überprüft. Natürlich hat im Supreme Court im Herbst, wenn dann die Entscheidung fallen müsste, aller Voraussicht nach oder mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, Sicherheit, gibt es eine konservative Mehrheit, die dann möglicherweise, aber dann müsste, das müsste wirklich gut begründet sein. Ich kann mir eigentlich nur einen brutalen Neuausbruch der Pandemie im Oktober, der wirklich einen totalen Lockdown und dann Briefwahlen sind dann organisatorisch nicht mehr, aber selbst dann kann ich mir eigentlich nur eine relativ kurze Verschiebung, bis dann möglicherweise Briefwahlen gemacht werden. Wie gesagt, man wählt am 3. das Electoral College und das Electoral College tritt, und auch das ist mit dem 18. Jahrhundert zu erklären, das will ich jetzt aus Zeitgründen nicht tun, ist halt noch in Kraft. Und damals hatte man 6 Wochen, brauchte man Zeit, dass die Wahlmänner dann mit Postkutschen und so weiter in die Hauptstadt kamen. Und das Electoral College tritt ungefähr Mitte Dezember zusammen. Und bis dahin muss eigentlich ein Ergebnis feststehen, damit der Präsident am 20. Januar des Folgejahres und der Kongress Anfang Januar ihre Ämter antreten können. Und ich kann mir eigentlich höchstens vorstellen, dass man die Wahlen dann im November vielleicht um 2-3 Wochen verschieben könnte, damit dieser Termin im Dezember gehalten werden kann, damit zum Beispiel die Briefwahl dann in allen Bundesstaaten durchgeführt wird. Ich glaube, das wäre so ein Bruch der US-Kontinuität, dass ich mir das selbst bei Trump, und bei Trump haben wir gesehen, müssen wir uns viele Brüche vorstellen, ja? Und die meisten sind sicherlich für uns alle nicht unbedingt positive Brüche gewesen, aber das kann ich mir im Moment nicht wirklich vorstellen. Gut, dann hoffen wir mal, dass es auf keinen Fall schlimmer wird mit der Corona-Krise und gehen mal davon aus, dass gewählt wird. Wir nehmen eine weitere Frage, oder es sind jetzt 2 sogar, die zusammenhängen. Mich würde interessieren, wie Herr Thunert den Zustand der Demokratischen Partei beschreiben würde. Wie vergleichbar ist die Situation mit den europäischen Sozialdemokraten? Ja, gut, bei denen gibt es natürlich auch starke nationale Unterschiede. Ich glaube, die dänischen Sozialdemokraten stehen anders da als die Deutschen und die italienischen sind so lala und so weiter. Also die Demokratische Partei kann man nicht 1:1 mit der Sozialdemokratie. Ich hatte gesagt, es gibt eben nur 2 wirklich große Parteien. Die anderen Mini-Parteien spielen im Moment praktisch eine Nullrolle. Die werden auch bei dieser Wahl selbst nicht als Wahlverderber, wie das noch zum Teil vor 4 Jahren war, wo ich hasse das jetzt hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung sagen zu müssen, aber wo die grüne Kandidatin, die allerdings von ihrer Agenda, die von 2016 bei den Grünen eher im Fundiflügel, im Alten von den 80er Jahren zu Hause gewesen wäre vermutlich, die hat Hillary durchaus ein bisschen die Wahl versaut in 2-3 Bundesstaaten, ja, wenn man die Stimmen abzieht und sie Hillary zugeschlagen hätte. Aber die werden, glaube ich, jetzt keine Rolle spielen. Und von daher ist die Partei ein Spektrum, das hatte ich, glaube ich, auch, sage ich auch meinen Studierenden häufig, das geht von den Sozialausschüssen der CDU und der CSU im konservativen oder im christdemokratischen Bereich bis hin zu den, sagen wir mal, nicht extremen Teilen der Linkspartei. Also den Gemäßigten. Ja. Gregor Gysi wäre bei den Demokraten genauso wie praktisch alle Grüne und fast alle Sozialdemokraten, denke ich auch, und selbst ein Teil der CDU. Bei der FDP eher nicht und bei der AfD auch nicht, aber so, das ist das Spektrum. Und von daher haben die Demokraten auch immer vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, weil sich Abspaltungen nicht lohnen. Bei uns ist ja immer der latente, das hat die SPD mit den Grünen vor langer Zeit gesehen und jetzt die Unionsparteien mit der AfD. Wenn man denkt, man kann 5% schaffen, lohnt sich Abspaltung. Auch für die Agierenden, dann kann man da in der neuen Partei eine Karriere machen. In den USA muss man sich in der Partei einigen und beide Parteien, speziell die Demokraten, sind eine große Koalition aus 3 Parteien von der Mitte, leicht links der Mitte bis relativ weit nach links. Und daher haben sie, glaube ich, mehr Möglichkeiten zu reagieren. Und sie waren jetzt in der Trump-Zeit nicht unerfolgreich. Trump hat eine enorme Gegenmobilisierung ausgelöst. Sie schien 2016 tatsächlich in einem ganz schlechten Zustand nach dieser sehr vernichtenden und auch unnötigen wahrscheinlich Niederlage, die sie da auf Präsidentenebene eingefahren haben. Aber sie haben eben einerseits einen Flügel, der programmatisch in die linke Richtung strukturelle Änderungen will, aber die Wahlen gewonnen haben bei den Zwischenwahlen 2018 im Repräsentantenhaus gemäßigte jüngere Frauen, zum Teil Ex-Soldatinnen,
die einfach wirklich Mainstream sozialdemokratisch ticken, die bessere Kinderbetreuung haben wollen, die ein bisschen bessere Krankenversicherung haben wollen, die ein bisschen mehr Arbeitsplatz oder Arbeitspolitikmaßnahmen für Frauen haben wollten, die aber nicht Revolution wollten. Und es geht aber bei dem Wahlsystem, dass beide Flügel so agieren, und das tun sie, es gab Zeiten, da haben sie schlechter gemacht als zur Zeit, um sozusagen die Basis zu vergrößern. Und das ist ihre Chance. Und wenn Biden es jetzt eben geschickt versteht, auf die enttäuschten Sanders-Leute zuzugehen und zum Teil auch auf die enttäuschten Warren-Leute, das sind eher die Leute an den Unis und so weiter, ja, die Warren unterstützt haben, dann haben sie eine breite Koalition und dann ist der Sieg eben auch drin. Und dann haben sie auch eine Chance zu zeigen, dass sie es können. Das müssen sie dann auch. Aber letztendlich wird Biden nur ein Übergangsmensch sein, allein aufgrund seines Lebensalters. Und ich glaube, das weiß er auch. Also ich würde sagen, die Situation, um es kurz zu sagen, ist vielleicht, sie haben mehr Optionen als im Moment vielleicht die deutschen Sozialdemokraten, die im Moment so nicht so genau wissen. Und es ist auch nicht so, dass die US-Demokraten müssen nicht auf eine schwarz-grüne Regierung fürchten. Ja, das, so eine Option gibt es nicht. Also die strategische Ausgangslage ist ein bisschen anders und auch anders als im EU-Parlament. Und ich würde sagen, tendenziell ein Ticken besser. Okay. Mhm. Ja, nächste Frage. Was bedeutet die aktuelle Krise für die transatlantische Partnerschaft an sich? Besinnen sich beide Seiten nun möglicherweise mehr denn je auf sich selbst? Man kann vielleicht zuspitzend fragen, ist die Corona-Krise die Chance für den Westen, doch wieder etwas näher zusammenzurücken, beziehungsweise gewisse Friktionen hinter sich zu lassen? Also die Corona-Krise oder mit einer Regierung Trump, die dann möglicherweise auch noch im Senat, der in der Außenpolitik einen Tacken wichtiger ist als das Haus, stelle ich mir das schwer vor, dass wir plötzlich dann bei Fragen, die natürlich den europäischen Teil des Westens oder auch zum Teil den außereuropäischen Teil des Westens, ich rede jetzt von Japan und asiatischen westlichen Staaten, nämlich Klima, Iran, die da wahrscheinlich sich nicht verändern werden. Und da ich ja gesagt habe, ich erwarte da von Trump keine Änderungen, kann ich mir das unter Trump jetzt nicht vorstellen, wie der Coronavirus da einigend. Wir können vielleicht tatsächlich selbst mit Trump ein anderes oder ein gemeinsames Problembewusstsein zu China herstellen. Das wird ohnehin mal notwendig sein, das zu klären, egal wie das in den USA weitergeht. Deswegen würde ich auf die Frage so ein bisschen antworten, naja, wir tun das natürlich in gewisser Weise, wenn wir ehrlich, schon seit 10, 15 Jahren, dass sich die EU sehr stark um sich selbst dreht und weltpolitisch zu wenig strategisch denkt, weil wir auch natürlich nicht in allen Punkten geeinigt sind. Ja, jetzt haben wir nur noch eine Atommacht in der EU, aber diese Frage, gibt es einen europäischen Sitz? Natürlich, da sind wir keinen Schritt weitergekommen, auch wenn Großbritannien draußen ist. Kommen wir europäischen Sitz im Sicherheitsrat. Im Sicherheitsrat, Entschuldigung, ja. Also als Vetomacht und so weiter. Und es könnte, also ich sehe tatsächlich gegenüber China aufgrund dessen, dass beide, wir sind nicht der Meinung, dass die Chinesen jetzt stärker betrogen haben, als dass das Normalmaß wäre. Die USA sind da zum Teil eben anderer Meinung. Aber das mit den Lieferketten für Medikamente, das betrifft beide Länder gleich, dass wir also ein gemeinsames Problembewusstsein, und daraus können wir dann auch ableiten, wo können wir eine gemeinsame China-Politik machen, vorausgesetzt die innereuropäische Einigung kommt zustande, und wo können wir es nicht. Das könnte ich mir positiv sehen. Bei beiden tatsächlich könnte ich mir tatsächlich sehen, dass wenn die Amerikaner in der Rhetorik abrüsten, dass wir dann beim Burden-Sharing und beim 2%-Ziel tatsächlich flexiblere Lösungen finden, dahingehend, dass die Amerikaner, wie das schon mal Ursula von der Leyen, als sie noch Ministerin war, gesagt hat, wir müssten dann die entwicklungspolitischen Ausgaben, auch etwas, was, glaube ich, hier im Böll-Publikum sicherlich ankommt, mit einbeziehen in die Ausgaben, ja. Und nicht nur die Waffenkäufe und so weiter. Da sehe ich dann eine Möglichkeit, wieder auf eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu kommen. Aber die America First-Politik ist nicht erst mit Trump begonnen. Sie wird rhetorisch so genannt und so verkauft. Als Obama sagte, wir müssen erstmal Nation Building at Home betreiben 2008, weil alles im Argen liegt nach der Finanzkrise, war das auch ein impliziter Rückzug, dass er sagt, we are leading from behind, wir führen nur noch aus der zweiten Hand. Und das hat man gerade im Nahen Osten gesehen, sowohl bei Libyen als auch bei Syrien, dass das natürlich, da gibt es keine gute Lösung. Ich sage nicht, dass das falsch war, was Obama gemacht hat, aber es hat auch nicht zu einem sehr, sehr guten Ergebnis geführt. Und
die Interventionen haben auch zu keinem Guten geführt. Also dieses auf sich selbst besinnen, das ist schon ein bisschen älter. Als Trump bei Trumps kam es nur zum vollen Ausbruch und es kam auch rhetorisch mit Brachialrhetorik rüber. Gut, dann widmen wir uns der nächsten Frage. Diesmal geht es wieder um Herrn Trump. Welche Strategie verfolgt Trump, um die von Ihnen angesprochenen jungen Wähler von sich zu überzeugen? Da ist ja, und könnten Sie vielleicht auch noch kurz erwähnen, gibt es denn tatsächlich so eine Jung-Alt-Spaltung bei den Wählern? Oder kann man eigentlich nicht sagen, dass in einem schon vorwiegend die Älteren Trump gewählt haben? Also ich bin ja jetzt hier nicht in einem Statistikseminar, ja, insofern nee, das nicht. Es gibt sie nur, der Grund ist auch, ich sagte vorhin, Hispanics und vor allen Dingen Schwarze, aber auch zum Teil Asian Americans sind so die treuesten Wähler, also die zum höchsten Prozentsatz, also wie gesagt 70% bis 90%, bei den Frauen, sogar bei den Schwarzen sind es fast 100%, die demokratisch wählen. Und die sind in der jüngeren amerikanischen Bevölkerung, also bei den Millennials und der darunterliegenden Generation Z, sind die relativ gesehen, also sind die Weißen nicht mehr unbedingt in der absoluten Mehrheit. Und allein deswegen wählen die Jungwähler anders, ja, die sind multikultureller als die Wähler, die sich noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern können oder so. Ja? Und, aber auch als die Babyboomer, die jetzt so in den Ruhestand gegangen sind oder noch gehen. Und deswegen, die saloppe Antwort wäre, er versucht es vielleicht gar nicht so groß, die jungen Wähler an die ranzukommen. Im Moment sind sein Problem auch die älteren Wähler, die auch zuverlässiger zur Wahl gehen. Also es hat sich oft nicht ausgezahlt, muss man ganz klar sagen. Auch Bernie ist jetzt endlich ein bisschen von den jungen Wählern im Stich gelassen worden. Die sind nicht so zu ihm geschwärmt, wie er sich das wahrscheinlich erhofft hatte. Aber Trumps Problem sind im Moment die Senioren, denn diese, um wieder auf das Eingangsthema zurückzukommen, was da unmittelbar relevant bei der Beantwortung ist. Im Moment wird gewählt zwischen Lockdown und Verschärfung, auch bei uns, um die älteren Menschen, egal welcher Hautfarbe und welcher Ethnie, zu schützen. Ja, viele Tote in den USA sind in Altersheimen, in Seniorenheimen. Und wir machen Liberalisierung und Öffnung, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auch gerade Leute, die noch im Arbeitsprozess stehen, dann ihr Einkommen nicht wegzunehmen. Und das ist ein Zielkonflikt. Und seine treuesten Wähler 2016, und das muss auch so bleiben, wenn er gewinnt, sind die älteren Wähler gewesen. Und wenn er sich aber jetzt, wenn er jetzt den Wirtschaftsliberalen, muss man so sagen, nachgibt oder auch den zum Teil seinen militanten Anhängern, wird er die Alten verkraulen. Mhm. Ja, Biden hat bei den Alten ein deutlich besseres Standing als Hillary Clinton. Ja, nicht nur, weil er selber in der Risikogruppe voll drin ist, sondern auch, weil sein Politikansatz dort besser ankommt als der etwas, sagen wir mal, oberlehrerhafte, um es mal etwas vorsichtig auszudrücken, von Hillary Clinton. Und von daher, glaube ich, ist das sein geringeres Problem. Aber, letzter Punkt zu der Frage, er versucht, und gerade die jüngeren Zuhörer werden das viel besser wissen als ich, sie kennen sich bei jungen schwarzen Rappern besser aus, er versucht da Teile dieser Leute, sie erinnern sich vielleicht, dass er mit Schweden bei einer diplomatischen Krise begonnen hat vor anderthalb Jahren, weil der Rapper as soon as possible, den zweiten Namen vom Rapper fällt mir jetzt gerade nicht ein, sie werden es mir nachsehen, weil die den da verhaftet haben. Und er versucht gezielt junge schwarze Männer anzusprechen, zu sagen, hier, ihr habt 40 Jahre lang in Städten wie Detroit und Baltimore die Demokraten gewählt und trotzdem habt ihr Ghettos, probiert es doch mal mit mir. Und dieses so, ihr könnt mich mal Attitude, da hofft er, dass er da ganz winzige Verschiebungen bei den schwarzen Wählern zustande kriegt, die dann vielleicht dazu führen, dass die zumindest nicht zur Wahl gehen und Biden oder bei Hillary hat es geklappt. Und, aber dass er jetzt von den Jungwählern gewählt wird, da ist er so unpopulär wie bei fast niemand anders sonst. So, hier gibt es jetzt eine Frage zur möglichen Vizepräsidentin von Herrn Biden, nehme ich mal an. Der Spiegel behauptet heute, dass Kamala Harris Vizepräsident werden soll. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass zum ersten Mal eine, also nicht das erste, die ist nicht die erste Frau, die nominiert würde, das hat es schon vorher gegeben. Wir sprachen schon über Palin, aber auch schon davor, sondern die erste nicht weiße Kandidatin, die für das Vizepräsidentenamt nominiert wird, also Kamala Harris, die Senatorin, eine der beiden Senatorinnen des Staates Kalifornien, bei der Vorwahl jetzt nicht so erfolgreich, überraschend nicht so erfolgreich, hatte ja auch, also wenn Sie mich hier vor einem Jahr gefragt hätten und wir die 20 Demokraten uns angeguckt hätten, hätte ich sie viel höher eingeschätzt als Biden von ihren Chancen, hat sich nicht bewahrheiten lassen. Sie wäre sicherlich insofern
für Biden eine gute Wahl, wenn das eine Kriterium könnte die Vizepräsidentin sofort das Amt führen. Also hätte sie genügend Stamina, das war der große Zweifel bei Frau Palin, weswegen sie am Ende niemanden genutzt hat, auch nicht den John McCain. Bei Kamala Harris, die war Generalstaatsanwältin in Kalifornien, jetzt ist sie Senatorin, die hat diese Erfahrung, die hat auch das Auftreten. Sie elektrisiert aber gerade auch die Parteilinke und selbst einige der Schwarzen nicht so sehr, weil sie da als Staatsanwältin verteidigt man halt nicht Straftäter, sondern man bringt sie hinter Gitter. Ja? Das, it comes with the territory, wie die Amerikaner sagen, das ist der Job. Und da hat sie gerade, weil die Frage Incarceration, also Inhaftierung bei Schwarzen, ein sehr diffiziles Thema ist, hat sie nicht überall das beste Standing, aber sie ist auch für mich eine der 3, 4 heißesten Kandidaten. Ich persönlich glaube, der Spiegel weiß da bestimmt mehr, aber dass sich Biden noch nicht endgültig entschieden hat, dass der Abstimmungsprozess noch geht. Und ich glaube, es gibt auch gute Argumente, dass er 2 Damen aus dem Mittleren Westen nehmen könnte, nämlich entweder die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, oder auch seine Ex-Konkurrentin Amy Klobuchar, die Senatorin von Minnesota, um sozusagen vielleicht sich etwa sicherzustellen, den Staat Michigan zu gewinnen. Das ist aber, wie gesagt, ein Wabonspiel. Es gibt auch noch andere schwarze Kandidaten, die vielleicht die schwarze Basis stärker elektrisieren, als das Kamala Harris tun würde. Aber ich persönlich würde sagen, Kamala Harris wäre für Biden eine gute und sichere Wahl. Und sie würde tatsächlich was Neues verkörpern. Sie ist indisch und eben afroamerikanischer, karibischer Herkunft. Ja. Herr Thunert, vielen Dank. Ich sehe das Wort Ende auf diesem Display hier vor uns, wo wir sonst die Fragen gesehen und auch vorgelesen haben. Ich würde sagen, wir kommen dann zum Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause, wie auch immer, bei Ihnen zu Hause für Ihre Geduld und für Interesse. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal ausdrücklich bei dem Haus am Dom und den helfenden Händen, die Sie jetzt hier nicht sehen, aber hier im Raum sind doch noch ein paar andere Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass Sie es zu Hause sehen können, was wir hier sprechen und gemacht haben. Ich bedanke mich auch bei den helfenden Händen der Böll-Stiftung und für die gute Kooperation mit der Böll-Stiftung. Ist Ihnen sicherlich möglicherweise aufgefallen, dass es sehr viele Fragen gibt, die nicht gestellt wurden. Aber ich bin sicher, dass die Böll-Stiftung entweder weiterhin sozusagen allein oder wahrscheinlich auch mit der Frankfurter Rundschau zusammen in diesem Jahr noch weitere Veranstaltungen machen wird. Ich habe die jetzt nicht alle präsent, die da so ein bisschen schon vorgedacht sind. Ich weiß aber, dass die Veranstaltung, die hier heute Teil davon ist, die USA und die transatlantische Partnerschaft fortgesetzt werden soll. Seien Sie aufmerksam, wir werden Sie weiterhin informieren und schauen Sie drauf, wo immer Sie können. Wir werden uns wiedersehen, darf ich etwas salopp sagen, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und mein Name ist Andreas Schwarzkopf, ich bin von der Frankfurter Rundschau. Vielen Dank, schönen Abend. Vielen Dank, auf Wiedersehen.